Kamera läuft. Und jetzt, ich schalte ja immer so früh an und dann erzähle, sage ich immer von wegen, da kriegt man die netten Sachen auch mit. Also heute habe ich die Ehre, mein Gott, ich freue mich wirklich. Ich spreche heute mit der Judith Pirot-Neef. Und das Besondere an dem Gespräch ist einfach, Judith und ich sind seit 30 Jahren, wir haben neulich geredet, genau seit 30 Jahren befreundet. Und das ist mit Sicherheit ein ganz tolles Gespräch. Gleichzeitig ist es für uns beide gar nicht so einfach, so für die Öffentlichkeit was zu sagen, weil wir können was, was ganz wenig Menschen können. Beide reden wir, wenn wir privat reden, pfeilschnell und gleichzeitig vor allem. Und trotzdem verstehen wir, was die andere sagt. Das können wir natürlich jetzt nicht machen. Judith ist Ärztin und systemische Familientherapeutin und Naturheilverfahrenärztin. Ich weiß immer nie, wie das richtig heißt. Das sagst du dann einfach selber. Ärztin für Naturheilverfahren. Also so die ganzen gesunden Sachen macht die Judith auch und kennt sich besonders gut aus mit Stress und mit Darm und wie das alles so zusammenhängt und auf was man achten muss, dass man gesund bleibt. Und natürlich ein ganz großes Thema Gewalt und Stress. Da denke ich mal, dass wir heute vielleicht drüber reden. Und Judith, ich mache am Anfang immer den Spendenaufruf. Jetzt schleime ich ein bisschen rum, weil ich Geld will für die Stiftung. Also liebe Menschen mit Geld da draußen, die Stiftung kann nur Gutes tun, wenn sie Geld hat. Und das sage ich auch in jedem Video. Ich möchte nicht, es kommt auf jeden Euro an, das stimmt, jetzt das große Aber wieder. Ich möchte nicht die 5 Euro von Menschen, die ohnehin nicht viel haben. Ich möchte viel Geld von Menschen, die viel Geld haben und gerne Geld ausgeben für Dinge, die sehr sinnvoll sind. Und was die Stiftung alles macht, das findet man online und wir unterstützen im Prinzip also Kitas, Schulen, Eltern, wie auch immer, wenn es ums Thema Gewalt und Kinder geht. Und zum Thema Gewalt reden wir zwei miteinander und es ist besonders toll und im Vorfeld, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, haben wir geguckt, wie wir am besten aussehen, in welchem Licht. Weil ich habe heute zum ersten Mal überhaupt Licht hier. Und die Judith ist halb im Schatten. Normalerweise bin ich die, die halb im Schatten sitzt. Und jetzt haben wir fest, also für meine Augenringe ist Licht von unten sehr gut. Und Judith hat keine Augenringe, brauchst du auch kein Licht von unten. Danke. Danke, dass du dir die Zeit nimmst und deine Kompetenzen hier zeigst. Jetzt erzähl mal du, was du eigentlich so machst. Und ganz wichtig, nur Judith hat 2 Praxen. Eine ist in Vaterstetten und eine ist in der Wasserburger Landstraße war es, aber was ist für ein Stadtteil? München-Trudering. Und ganz wichtig, 3 Kinder. Einer ist noch zu Hause, die beiden anderen sind groß und wie gesagt, wir kennen uns seit 30 Jahren. Wir kennen uns auch aus Zeiten, wo die Judith noch keine Kinder hatte und haben schon viel miteinander erlebt, was man in 30 Jahren erlebt. So ist es. Anke, ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Ich freue mich, mit dir zu sprechen. Natürlich eben als Freundin, aber auch, sage ich jetzt mal, als Kollegin oder auch als Seelenverwandte, weil ich glaube, das ist ein Thema, dass es Menschen gut geht, liegt uns beiden unendlich am Herzen. Und das hat uns auch von Anfang an verbunden, würde ich sagen. Und was jeder von uns dann daraus gemacht hat, ich mit meiner Medizin und du hast so einiges vorhin aufgezählt. Ich glaube, das ist genau der Punkt. Mich interessiert einfach der ganze Mensch und ja, woher es kommt und wie man ihm helfen kann. Und da spielt einfach die Psychologie und die Psychosomatik eine Riesenrolle. Und für unsere Zuhörer hoffe ich, dass wir langsam sprechen, uns nicht ins Wort fallen und dass das mit der Beleuchtung halbwegs funktioniert. Okay, das mit dem langsam sprechen und uns nichts ins Wort fallen, das ist eine Herausforderung mit uns beiden. Aber das schaffen wir. Also ich glaube, was könnte Menschen interessieren? Was interessiert mich am meisten? Da verstehe ich nämlich relativ wenig davon. Erzähl doch mal ein bisschen, wie sich Stress, also geht um Gewalt und Gewalt ist immer eine Stresserfahrung. Also das Schädliche an Gewalt ist ja der Stress, den der Mensch erlebt dabei. Wie wirkt sich Stress im Körper aus und was kannst du für Menschen tun? Egal jetzt, ob als Ärztin oder auch als Familientherapeutin, wenn jemand zu dir kommt, und erzählt, dass es ihm nicht gut geht. Nehmen wir mal ein Kind, das zu dir kommt und sagt, von wegen wird in der Schule die ganze Zeit beschämt, geschimpft, wie auch immer, oder Kindergarten, egal. Wie geht's los auf der Naturheilverfahren? Also es ist einfach immer eine ganz, also zuerst nochmal, was macht einfach Stress? Stress ja.
wäre ein eigenes Seminar für sich, was Stress im Körper macht. Die meisten kennen es ja vielleicht auch einfach Erhöhung des Herzschlags, erhöhte Muskelanspannung, Veränderung im Stoffwechsel, diese ganzen Stresshormone werden ausgeschüttet. Das ist an sich ja auch gar nichts Schlimmes, sondern Stress ist ja was Wichtiges, macht uns ja fähig und ist eine körperlich wichtige Reaktion, dass wir mit Herausforderungen umgehen können. Problem ist chronischer Stress. Ja, das heißt, wenn ich einer Situation, einer Überforderung, sei es, du hast gerade von Mobbing gesprochen, oder auch einer Überlastung durch meine häusliche Situation, wie auch immer der Stress aussahen mag, wenn ich dem chronisch ausgesetzt bin und wenn mir irgendwann, wenn mir sozusagen die Luft ausgeht, also meine Möglichkeiten, meine Fähigkeiten, damit umzugehen, dann kommt es zu chronischen Folgen. Und was vielleicht nochmal ganz, ganz wichtig ist für deine Arbeit, auch Stress bei Kindern, Stresssymptome bei Kindern, die ja ganz, ganz früh anfangen. Also in meinen Vorträgen über Stress, auch Stress bei Kindern, auch wichtig, Stresssymptome, die kriegen natürlich keinen Herzinfarkt und hohen Blutdruck. Das sind dann so die Klassiker wie, wenn sie größer sind, Bauchweh, Kopfschmerzen, die sogenannten psychosomatischen Beschwerden, aber natürlich Verhaltensauffälligkeiten in Anführungsstrichen. Ja, das können am Anfang natürlich Regulationsstörungen sein, ja, also Schlafen, Essen, Schreien, Entwicklungsgeschichten, die dann immer verbucht werden als mein Kind hat da ein Problem. Und dieser frühe kindliche Stress kann schon im Mutterleib entstehen und der kann entstehen durch eben, wir sind ja beim Thema auch Gewalt, natürlich durch entsprechendes Verhalten der Eltern und der Umwelt, aber letztendlich auch, wenn eine Frau oder wenn eben eine Familie erhöhtem Stress ausgesetzt ist, das kann auch durch Krankheit sein, das kann durch familiäre Belastung sein, wenn in dem Moment der Vater auch noch krank wird, die Großeltern zu pflegen sind, Hausbau ist, also ganz alltägliche, banale Sachen, die Kinder stressen. Und diese Stresserfahrung, die die Kinder am Anfang ihres Lebens machen, wenn der chronisch ist, ja, und das ist das Interessante und auch das, ja, finde ich so, ja, so schwierig und so berührende, warum es mir so wichtig ist, dass das Eltern wissen, dass das einfach körperliche Reaktionen hervorruft, die das ganze Leben lang bestehen bleiben. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Das ist nämlich irgendwann diese Stressachse, die wird praktisch geeicht auf einem gewisses Level und in dem Moment, wo praktisch die schon hoch geeicht ist, ist das Kleinste, was in diesem Leben passiert, da kippt dann das ganze System. Ja, und genau so ist es. Und sich das bewusst zu machen, ja, und dass je früher diese chronischen Stresserfahrungen gemacht werden, desto chronischer und desto schwieriger zu behandeln sind die natürlich, weil ein Kind ist schon so eben im kleinsten Trigger immer hochgeht zum Beispiel. Ja. Es geht ja weiter bei den Eltern, bei den Freunden, der Ärger in der Kita und so weiter und so fort, ja, bis dann körperliche Beschwerden kommen. Auch natürlich eine Pathologisierung. Ja. Das Kind ist krank, das Gehirn verhält sich nicht richtig. Da bist du die Fachfrau. Aber das sind dann die Kinder, die beim Therapeuten aufschlagen. Bei mir speziell natürlich mit den körperlichen, psychosomatischen Beschwerden. Mein Kind schläft nicht, mein Kind hat Bauchschmerzen. Und deine Frage war ja eigentlich, wie ich dann naturheilkundlich damit umgehe. Das ist eben individuell, so wie jeder seinen individuellen Stress hat. Also zu sagen, woher kommt's? Wie sind die Symptome? Welche Ressourcen sind da? Wie die Familie, wie das Umfeld damit umgehen kann? Und dann wird daran gearbeitet, entweder auch natürlich über die körperliche Ebene. Du hast gesagt, also Stress hat ja weitreichende Folgen auch für den Darm, für die Darmflora, gerade für die Verdauung. So diese ganzen klassischen Reizdarmsymptome können mit Stress, auch mit früher Stresserfahrung zusammenhängen. Und da muss natürlich auch was für die Verdauung, also auch körperliche Ebene getan werden. Immer parallel natürlich. Finde ich ganz spannend. Kann das auch bei Kindern sein, dass Kinder, die Verdauungsschwierigkeiten haben, dass das stressbedingt ist? Ja, also klares Ja aus meiner Erfahrung. Es gibt ja auch, es gibt Untersuchungen, Tierforschungen leider Gottes. Sitzt das übrigens jetzt total im Schatten. Ich sitze im Schatten, hallihallo, ich rücke mich mal wieder ins Licht. Also Untersuchungen, also Tierversuche, dass das Mikrobiom, also die Darmflora, die Zusammensetzung unserer Darmbakterien bei Tieren, die Stress ausgesetzt sind, verändert sind. Und man sieht es natürlich auch bei Menschen, bei den Untersuchungen. Und dann dieser Teufelskreis, wenn ich mich aufreg, Angst habe, wie auch immer,
geht es mir auf den Bauch und umgekehrt, der Bauch, die Verdauung ist sowieso schon empfindlich, ja, dann reagiere ich natürlich vorsichtig, ich traue mich, wo nicht hin. Das sind so die Klassiker bei meinen eher auch erwachsenen Patienten, so, ja, es täte mir so gut, mich mit einer Freundin zu treffen, aber ich kann doch nicht mit S-Bahn in die Stadt fahren, wo ist denn das nächste Klo? Mhm. Ich habe immer diese Durchfälle, ja, also das ist so diese Palette und bei Kindern erlebe ich es leider in den letzten Jahren immer, immer mehr. Bei den Erwachsenen kommt man eher drauf, dass Verdauungsstörungen, Nahrungsmittelunverträglichkeiten stressbedingt sind, als ich die ersten, also bei den Kindern schaue ich schon eher, was ist körperlich, sind da angeborene Enzymgeschichten und so weiter. Aber irgendwann stehst du da und sagst, Leute, dieses sechsjährige Kind hat Symptome wie ein Manager. Und wenn man sich oft den Alltag der Kinder anschaut oder dann tiefer gräbt sozusagen, wo es herkommen könnte, sind immer zwei Ebenen. Das eine ist jetzt dieser Stress, hausgemachter Stress in Familien, wo vieles gut läuft. Mhm. Und das andere ist natürlich das Thema seelische, psychische Gewalt, was dein Ressort ist. Es gilt ja nochmal zu unterscheiden, dass man es nicht über einen Kamm schert, aber die Folgen sind letztendlich oft ähnlich. Genau, das ist mir auch ganz wichtig. Es ist dem Körper, ist es egal, ob der Seele Gewalt angetan hat oder dem Körper. Es ist einfach Stress im Hirn. Und dieser Stress im Hirn macht dann eben halt, schlägt auf den Magen. Aber dass das bei Kindern, das habe ich jetzt zum Beispiel nicht gewusst, dass bei Kindern auch ein typisches Symptom ist mit Verdauungsschwierigkeiten. Und das haben ja viele Kinder, also viele Kindergartenkinder haben ja ganz oft, wo die Kinder im Kindergarten nicht auf die Toilette gehen können und oder wollen aus einem ganz bestimmten Grund. Oder das weiß ich nur, als ich im Kindergarten gearbeitet habe, ganz viel Verstopfung, wo sie dann irgendwelche fiesen Sachen kriegen, wo es die dann durchräumt. Und es ist immer schön, wenn die Eltern einem das sagen, gell? Mhm. Ist eine heiße Sache. Was auch noch relativ spannend ist, zu dir kommen also schon hauptsächlich Menschen, die körperliche Probleme haben. Jein, also ich habe ja sozusagen durch diese systemische Zusatzausbildungen immer mehr Leute, die auch primär mit, sage ich mal, rein seelischen oder mit eher Herausforderungen, sagen, sie haben eine schwierige Situation im Leben, ob das jetzt eine Ehekrise ist, Fragen in Bezug auf Kindererziehung, aber auch, wie gehe ich, meine Eltern werden alt, es wird immer schwieriger, ich merke, ich muss mich kümmern, aber wie ist diese neue Rollenverteilung? Also diesen ganzen Themen sozusagen kommen die Leute schon mittlerweile auch primär auf mich zu, aber der erste Eingang ist natürlich immer über diese sogenannten psychosomatischen oder funktionellen Beschwerden. Eben, ich habe chronische Bauchschmerzen, Blasenentzündungen, Nebenhöhlenentzündungen, immer so schlapp, chronische Müdigkeit, Infektanfälligkeit, also die ganze Palette rauf und runter. Und nachdem ich immer anfangs eine große Anamnese, also eine große Krankengeschichte, wo ich mir wirklich den Menschen körperlich anschaue, seelisch anschaue, aber auch das Lebensumfeld beleuchte und letztendlich dann auch die ganze Biografie. Also das ist eine lange Erstanamnese, die man dann macht, aber man kann danach anfangen, nicht mit irgendeinem komischen Flickwerk und stückweise zu arbeiten, wie es oft sonst getan wird, sondern man kann sagen, okay, ich habe den Überblick, wo macht es am meisten Sinn anzusetzen, ob das dann letztendlich ich bin oder ob ich sage, da brauchen wir den und den Therapeuten, der darauf spezialisiert ist, immer möglich, aber die ganze Palette kommt eigentlich zu mir, genau. Ja, was ich spannend finde, ich meine, theoretisch wissen wir es, in der Praxis erfahre ich das zum Beispiel relativ wenig, du wahrscheinlich mehr. Was ist mit Menschen, die Gewalt in ihrer Kindheit erfahren haben und die bleibt ja da, das löst sich ja nicht irgendwann auf, wenn man nicht damit umgeht. Jetzt, wir machen ja beide was, wir machen beide Biografiearbeit mit Menschen. Und ich finde, das war ein ganz, ganz spannenden Bereich. Und jetzt stell dir vor, es kommt ein, keine Ahnung, was nehmen wir jetzt mal? Nehmen wir mal einen 65-jährigen Mann, der irgendwelche Körper-Herzrasen hat, aber das Herz ist gesund. Mhm. Und du hast den untersucht, der hat dir alles Mögliche erzählt, der hat dir erzählt, wie sein Leben war, wie seine du machst mit dem Biografiearbeit und jetzt kommst du drauf, von wegen, was ja in dem, also bei 65-Jährigen, die haben alle Gewalt in ihrer Kindheit erlebt, weil damals war es einfach auch noch vollkommen normal und völlig legal, dass Kinder geschlagen wurden, eingesperrt wurden und so weiter. Was kann denn jemand, der wirklich schon über die Lebensmitte hinaus ist, noch machen, wenn er einfach wirklich eine schlimme Kindheit hatte?
Also ich habe viele auch ältere Leute, auch sehr viel ältere Leute, noch 75-Jährige, 80-Jährige, was ich unendlich bewundere, ja, dass man da den Mut hat, solche Sachen anzugehen, sich den Themen zu stellen. Und es ist jetzt nicht wie, denkt wahrscheinlich jeder Zuhörer, naja, klar, Kriegstraumata und so weiter und so fort. Ja, die gibt es auch. Aber die meisten, die wirklich kommen, sind die subtilen Geschichten. Und das ist, was ja sehr in deinem Buch Seelenprügel, ja, so berührend ist. Es gibt Ich diesen, möchte aber jetzt keine Werbung machen, aber danke. nein, es ist, nein, ja, warum sind wir hier? Warum gibt es diese Stiftung Gewaltfreie Kindheit? Weil uns das eben so wichtig ist. Und dein Fokus ist natürlich die seelische Gewalt in Einrichtungen. Aber als ich das gelesen habe, lief natürlich parallel der Film für mich auch als Mutter. Wie viel seelische Gewalt findet denn in den eigenen Räumen statt? Und es ist vielleicht auch wichtig für Leute, die jetzt dein Buch noch nicht gelesen haben. Es geht ja nicht nur um massive Gewalt, körperliche und seelische Gewalt. Es gibt natürlich immer diese ganz furchtbaren Geschichten, über die braucht man ja gar nicht reden, dass die Folgen haben. Das Schlimme sind ja diese subtilen Sachen auf der körperlichen Ebene, so dieser kleine Klaps. So in den ersten 3 Jahren kann man Kinder nur von der Steckdose weghalten, wenn man ihnen einen Klaps auf die Hand gibt. Was soll das denn? Ja. Und auf der seelischen Ebene, aber da bist du diejenige, die Fachfrau zu sagen, diese ganzen kleinen Anpampereien, die ich als Mutter leider auch tue. Ja, die Ja, jetzt unterbreche ich die doch. Da geht es gar nicht mal so nur um die Anpampereien. Die sind auch oft, es ist oft so ein Augenrollen. Also dieses ganz, ganz Subtile sind ja dann diese ganz leisen Dinge, ne? Von wegen so, oh, sie schon wieder oder muss denn das sein? Also solche Sätze einfach. Und das weiß ich, also das weißt du, weil wir kennen uns lang genug, da sitzen Stachel, aber ein Leben lang. Gell? Das sind kleine Randbemerkungen. Ja, und ja. Und die machen aber was. Die machen, wenn es dumm läuft, ein Leben lang jemanden unsicher. So ist es. Deswegen war mir dieser Exkurs jetzt noch kurz wichtig, dass wir nicht von den schweren Kriegstraumata oder von den schweren Misshandlungen reden müssen, sondern vom kleinen Augenrollen, vom kleinen nicht ernst genommen werden, vom kleinen, da brauchst du doch nicht mitdiskutieren, weil die ältere Generation, weil du ein Mädchen bist, ja. Aber ich habe auch Paare in unserem Alter, wenn ich dann so Kommunikationstraining mache, diese Konfliktdialoge manage natürlich, wenn ich sage, ja, was ist es denn jetzt? Und dann kommt genauso, ja, wenn er schon so mit den Augen rollt, dann ist alles aus und dann kommt Stressreaktion, Hirn ist ausgeschaltet, Frontalhirn, also das heißt, die Fähigkeit zu reflektieren ist ausgeschaltet, das Gegenüber ist angetriggert, mein Papa hat immer so mit den Augen gerollt und wenn mein Mann das ist, brauchen wir gar nicht weiter diskutieren. Das sind so die Kleinigkeiten, die aber eine Ehe zum Scheitern bringen, die Kindern Streitigkeiten aussetzen und um nochmal auf meine älteren und alten Patienten zu kommen, da höre ich ganz, ganz oft und ich habe einfach schwerpunktmäßig in der Praxis diese Verdauungsprobleme, diese Reizdarmpatienten, die seit Jahren und Jahrzehnten unter diesen Durchfällen, unter Blähungen, unter Unverträglichkeit leiden. Und die sagen selber, ich weiß es ja, damals, wir Mädchen waren nichts wert. Oder auch in den Nachkriegsjahren zu sagen, da war, wenn ich heimgekommen bin und war stolz und habe in der Schule eine gute Note gehabt, das war doch egal, weil der Laden hat funktionieren müssen oder der Papa war im Krieg geblieben oder meine Mutter konnte sich, das sind nämlich dann die Kriegskinder, die Mama konnte sich gar nicht so richtig freuen, wenn ich ihr ein Bild gemalt habe, ja. Oder Mai, ich musste halt immer auf meine Kleinen aufpassen und dann kam nach 10 Jahren noch ein Geschwisterchen und ach Gott, wie haben sich die Kinder immer gefreut und es durfte spielen. Also da könnte ich ewig so weitermachen. Das sind die subtilen, diese subtilen Dinge wie, du kannst sie wahrscheinlich besser zusammenfassen, einfach nicht gesehen werden, nicht wertgeschätzt werden, ja, erniedrigt werden. Sind diese Dinge, die Genau. den Lebtag einfach die Menschen prägen? Auf jeden Fall. Da gibt es ein paar ganz spannende Bücher dazu. Da gibt es Kriegskinder und Kriegsenkel. Da steht es auch alles, ist sehr, sehr gut beschrieben auch. Was ich ganz spannend finde, jetzt habe ich den Faden verloren, was wollte ich jetzt gerade schlau sagen? Sind die kleinen Dinge, genau. Aber genau, was kann ich oder was machst du mit einem Menschen, der eben so ein Leben hatte? Aber was ich aber noch dazwischen sagen muss, ich glaube, in dem Moment, wo die Beziehung zwischen Kindern und Eltern eine tragfähige ist, dann kann auch mal was schieflaufen, dann wird die Beziehung das Ganze tragen. Weil,
man muss auch vorsichtig sein. Also wir alle, wir kennen uns jetzt echt gut aus mit dem Thema und trotzdem pumpen wir mal durch die Gegend. Ob Kinder oder Mann, nur erstmal ist die Beziehung da und dann kann ich auch mal pumpen, da kann ich danach sagen, scheiß Tag, Entschuldigung, und dann ist aber auch wieder gut. Nur, es war ja in diesen Jahren jetzt bei einem 65-Jährigen und so weiter, da gab es ja oft gar nicht wirklich eine stabile Beziehung zwischen Kindern und Eltern. Oder auch wenn ich über die Kindergärten oft was sage oder auch über die Schulen. In dem Moment, wo zwischen Pädagogen und Kindern und Jugendlichen eine tragfähige Beziehung ist, kann auch mal was schieflaufen im Rahmen dieser Beziehung. Nur kaputt und Stress entsteht ja nur dann, wenn ich eben nicht dieses stabile Fundament habe, sondern wenn ich ohnehin im Prinzip schon sehr vorsichtig, sage ich mal, durch die Welt laufe, weil ich mich zum Beispiel nicht geliebt fühle oder nicht zugehörig fühle. Und dann kommen noch diese subtilen Geschichten, die ja oft gar nicht so, also es gibt sie in subtil, aber es gibt sie auch in nicht subtil. Und das ist ja dann der chronische Stress. Nur jetzt gehen wir wieder zu dem 65-jährigen Mann, der hat es jetzt halt, wir nehmen eine Frau, die hat jetzt eben erlebt, dass sie nie genug war und dass sie als Mädchen nicht wirklich gezählt hat. Oder auch diese Sprüche, die gibt es ja auch heute noch, von wegen, wenn die Großen reden, haben die Kinder zu schweigen. Das ist ja jedes Mal wieder ein, du bist nichts wert. Das hat ja nichts mit, lass mich bitte aussprechen zu tun, sondern mit erst ich, dann du, weil du bist weniger wert als ich. Ich bin groß, du bist klein. Was ist denn jetzt mit diesen älteren Menschen? Was kannst du noch machen oder was noch machen? Was kannst du noch machen, damit es den Menschen auch auf der psychischen Ebene gut geht? Und für die Stiftung jetzt, weil du arbeitest ja, wenn die Stiftung mal ganz viel Geld hat, dann können wir nämlich auch Menschen zu dir schicken, wahlweise online geht natürlich auch. Was kannst du anbieten, zum Beispiel jetzt aktuell, auch eben online, wenn ein älterer Mensch zu dir kommt, wie kannst du dem helfen, außer dass der, keine Ahnung, irgendwelche Tees trinkt oder sich vernünftig ernährt? Ach, ich muss mal sagen, Judith ist der Mensch, der sich hervorragend mit Ernährung auskennt, kocht wie eine Göttin, aber manchmal auch Pizza isst. Mindestens manchmal, Anke. Mindestens manchmal. Die älteren Menschen, die kommen, das ist ja auch so eine Schnittstelle. Es gibt Menschen, die sind sich dieser Themen bewusst und die sagen, ich kenne das, wie ich vorher gesagt habe, ich kenne das Thema seit vielen Jahren, ich habe auch schon viel Therapie gemacht, mir ist es völlig klar, die haben ihre Glaubenssätze schon versucht auch zu transformieren, die haben sozusagen ihre Affirmationen, wenn sie dann in den schwierigen Phasen sagen, du bist was wert oder du kannst was, man kennt ja diese ganzen Geschichten, aber wenn so eine Traumatisierung, nenne ich sie jetzt trotzdem ganz vorsichtig, oder so eine Erfahrung, Entwicklungstrauma. Es ist ein Entwicklungstrauma. Für alle, die Zuhörer, ganz kurz, weil wenn sich jemand nicht so gut auskennt, es gibt so ein Schocktrauma, das sind so Sachen wie Autounfall, Erdbeben, Krieg. Und dann gibt es Entwicklungstraumata, das sind so diese leisen Dinge, sage ich mal. Genau, weil wenn wir über Trauma reden, dass dann nicht immer eben sozusagen an den körperlich oder seelischen Supergau gedacht wird, sondern eben an diese chronisch subtilen Dinge, was die machen können. Also wenn diese Traumatisierung stattgefunden hat, sehr früh, sitzt es einfach sehr, sehr verankert im Körper, einfach in so einem vorbewussten Gedächtnis, ja. Und da hilft oft eine rein gesprächsorientierte Therapie nicht. Und das ist auch der Grund, warum ich mich vor Jahren für diese systemisch-integrative, auch körperorientierte Ausbildung entschieden habe. Du musst über den Körper arbeiten. Und letztendlich wirst du, das muss man auch sagen, so einen Stress und so ein Erleben und so eine Selbstwahrnehmung und auch diese Körperreaktionen sind ja autonom und reflexartig dann, die wirst du nicht mehr ganz wegkriegen. Aber je mehr den Patienten es gelingt, in die Entspannung zu gehen, ja, also wirklich in die körperliche Entspannung, weil ich erlebe das oft, die das gut handeln können, machen das eben, sprechen ihre Sätze, wissen, was sie zu tun haben und so weiter, kochen sich ihren Tee, aber diese körperliche Reaktion ist da. Und dann wirklich über den Körper in die Entspannung zu gehen, in eine Wahrnehmung zu gehen, wo es besser sein kann. Also das ist ein wichtiger Teil. Und natürlich kann man trotzdem mit
Tee oder Darmpräparaten, naturheilkundlichen Geschichten. Letztendlich, ich arbeite ja auch homöopathisch und da ist ja die Causa, also der Auslöser einer Symptomatik ganz, ganz wichtig. Und gerade diese seelischen Auslöser, also Verletzungen, Erniedrigungen, Verlust, Zurückweisung, das sind ganz, ganz starke Auslöser und wo man wunderbar auch unterstützend, begleitend, therapeutisch auf zwei Ebenen, eigentlich auf drei Ebenen arbeiten muss, um da zu stabilisieren. Und ich sage stabilisieren, nicht heilen. Ja, es wäre so wichtig und es wäre auch so wichtig, dass Kinder, also das eine sind jetzt die älteren Leute, wo du sagst, stabilisieren, dass dann jemand einfach mit 65 auch noch lernt, wie er sich selber entspannen kann, ne? Entspannungstechniken, die zeigst du dann wahrscheinlich auch deinen Patienten, wie das geht, Genau. Bauchatmen und was es alles gibt. Auch so Körperwahrnehmungsübungen, die wir hier sozusagen vor Ort machen, und den Leuten fällt es ja oft ganz Ja, schwer. So diese, eine also, Klangschale. Ich lag bei dir schon auf dem Boden. siehst Da. du? Ja. Langschale auf dem. Ja, nein. Und aber die älteren Leute, gerade, also die noch viel älteren, sage ich jetzt mal, vielleicht aber auch in unserem Alter, wir sind es ja gar nicht gewohnt, in unsere Leistungsgesellschaft da reinzuspüren, ja, sondern wir haben ja gelernt, und die Älteren noch viel mehr, drüber hinwegzugehen. Wenn ich Bauchweh habe oder Kopfweh, nehme ich eine Tablette oder es wird schon, stell dich nicht so an, da musst du durch, wie mit den Kleinen auch. Und dieser Druck, auch jetzt sind wir wieder bei den ganz Kleinen, natürlich musst du in die Kita, ich muss arbeiten, ja. Ich erinnere mich, ich habe ja bloß drei Kinder, schon zwei Erwachsene, einen noch kleineren. Da liegt fast eine Generation dazwischen. Und was sich, wir haben uns schon oft darüber unterhalten, wie sich da Familienleben und auch Kinderbetreuung verändert hat. Ja, meine Große, die noch ganz easy ausschlafen konnte, um 9 habe ich die in den Kindergarten gebracht. Da ist ja nicht mehr dran zu denken, dass du um 9, wenn du Glück hast, hat eine Kita noch um 8:30 auf. Meistens musst du bis 8 Uhr hinbringen. Da geht ja der Stress schon los. Also da muss sich an unserer Familienpolitik, an dieser Vereinbarkeit, Vereinbarkeit heißt für mich auch nicht, wir schaffen eine 24/7-Betreuungsmöglichkeit. Ja, es gibt Mütter, die das brauchen, aber das kann nicht der Weg für unsere Familien sein. Und vielleicht kann Corona sogar eine Möglichkeit sein, da Strukturen zu verändern zum Wohl der Kinder. Die fragt nämlich keiner. Ja, und da denke ich auch 24/7 heißt ja nicht, dass Kinder 24/7 dort sind, sondern die Möglichkeit. Genau. Aber eben zum Thema morgens ankommen und schon, es gibt ja wirklich, es gibt ja immer noch Einrichtungen, die schließen ab, da kommst du nicht mehr rein. Ne? Ja. Also geht ja gar nicht. Aber da weiß ich jetzt wieder, es müssen Kitas einmal im Jahr also in Bayern zumindest, eine Elternumfrage machen und diese Ergebnisse müssen auch ausgehängt werden. Und da ist es schon auch an den Eltern, dass sie zum Beispiel einfach einfordern, flexiblere Öffnungszeiten am Morgen. Und ich denke mir, das ist für Menschen, die keine Kinder haben, die können vielleicht wirklich gar nicht nachvollziehen oder oft nicht. Ich darf das sagen, weil ich keine Kinder habe, dass was da morgens schon in Familien los ist. Ja. Also da geht es ja, die Kinder wollen spielen, dann müssen die frühstücken, man muss sich anziehen. Da ist, wenn um 8 die Familie aus dem Haus geht, müssen die ja alle um 6 im aufstehen, wenn es entspannt laufen soll. Ja, und das ist ja ein Haupt, also so familientherapeutisch ein Klassiker. Wir haben uns morgens um 6:45 schon angeschrien und mach schnell und beeil dich und so weiter und nimm du. Also da ist ja die erste Schreierei schon im Gange und das kenne ich natürlich auch. Aber ich muss sagen, diese Zeiten, wo ich zum Beispiel um 9, und es war auch immer unterschiedlich, ja, um 9 und manchmal musste es auch mal um 7:30 sein, aber diese Flexibilität und eben, wenn jetzt ein Kind, dessen Kind vielleicht gerade nicht so gut geht, wir waren ja bei dem Thema über die eigene Körperwahrnehmung, ja, wahrnehmen, wie geht es mir, hinwegzugehen, bringen wir auch unseren Kindern wieder ganz, ganz stark bei. Und das ist das, wo ich dann bei meinem Patienten wieder dran arbeite, auf den Körper zu hören. Heute kennt man selber auch, es gibt Tage, da geht einem alles total locker flockig von der Hand. Und mal gibt es Tage, boah, da denkst du, es geht gar nichts. Und man fühlt sich einfach schlecht und es läuft nichts. Und ich brauche viel länger, bis ich in meinen Schuhen und im Auto bin. Und das andere Mal habe ich schon drei Waschmaschinen irgendwie vor der Praxis reingeworfen. Und ich glaube, das ist es, was wir unseren Kindern nicht zugestehen. Ja, das glaube ich auch. Und das wäre so einfach, das zu ändern. Gerade jetzt noch bevor Kinder in die Schule gehen, auch da wäre es nicht schwierig, es zu ändern. Man kann einfach den Tagesbeginn flexibler gestalten. Man könnte sagen, es ist halt einfach bis um 11 Uhr flexibel. Und
Das wissen wir auch. Und manchmal ist es halt dann im Leben so, dass man sagt, komm, heute musst du dich beeilen. Und dann mault man sich halt morgens mal an. Du, es gibt Tage, denke ich mir auch so, boah, heute geht gar nichts. Und Kopfschweh oder irgendwas. Dann gibt es halt mal manchmal zwei Ibos und dann ist alles wieder gut. Mhm. Und manchmal halt nicht. Manchmal denkt man so, okay, dann eben ist halt schon Gang angesagt. Und ich glaube, es geht auch nicht um immer alles richtig zu machen. Es geht vielleicht auch da um eine gute Balance zu finden, aber erstmal auch, wie du sagst, den Kindern zuzugestehen, dass sie sich nicht gut fühlen und ja, dass sie erstmal wahrnehmen, wie sie sich fühlen. Da nehme ich jetzt die Kitas und die Schulen mit rein, das ist auch eine derer Aufgabe, dass Kinder ihren Körper kennenlernen. Vielleicht ist es sogar, du bist jetzt Ärztin, deine Kinder haben es da vielleicht leichter, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich kenne deine Kinder, die haben es da leichter. Aber es kennt sich jetzt eben nicht jeder mit Stress aus. Und ich denke mir manchmal, das wäre aber was, gerade wenn es um Anti-Stress-Training oder Resilienz-Training, was ist alles? Es gibt Programme ohne Ende. Und es wäre so wichtig, dass das in die Kitas schon kommt. Ja. Dass es auch darum geht, du kennst dich mit Ernährung wahnsinnig gut aus, von wegen, was ist gesund, was nicht. Ich sage in meinen Seminaren immer, es stimmt nicht, dass Müsli gesund ist. Es gibt Menschen, für die ist Müsli nicht gesund, weil sie, keine Ahnung, irgendwelche Inhaltsstoffe nicht vertragen. Man kann das nicht pauschal sagen. Auch dieses, isst viel Obst und Gemüse. Ja, es gibt Leute, ich habe es ja selber alles schon tausendmal probiert, drei Wochen Rohkost, also das verträgt nicht jeder. Das wird vor allem nicht jemand, der Darmprobleme hat und wieder bei den psychosomatischen Sachen. Nein, aber du sagst was ganz Wichtiges. Also für mich wäre das so ein unendlich wichtiges Anliegen, Gesundheitserziehung in unser Bildungswesen. Und das ist Ernährung, das sind auch Entspannungsmethoden, Körperwahrnehmung. Und das heißt jetzt nicht, dass wir wieder in so einen Stress verfallen, die Kinder ins Yoga zu schicken und eben den Kindern, die Kinder am besten vegan, Rohkost, makrobiotisch oder irgendwie zu ernähren. Wie gesagt, du weißt, das war immer eine unserer wichtigsten Geschichten. Ich habe meine Kinder so vollwertig ernährt und wenn sie bei dir waren, weil die Anke ist wirklich der Mensch, der ich meine Kinder schon immer blind anvertraut habe, kamen sie einfach mit 1000 Millionen Muffins und Bauchweh zurück, aber ich wusste, warum sie Bauchweh hatten. Also, aber wenn ich in der Kita hatte ich auch, und ich habe mich in der Kita bei uns eingesetzt, auch wirklich für ein biologisches Essen, wo auch für Vegetarier was dabei war, habe da sozusagen im Bio-Catering und so, das wir als Studenteneltern selber gemacht haben, implementiert. Im anderen Kindergarten haben wir vegetarische Vollkost gehabt, aber es war Faschingsparty und es waren nur Gemüsesticks auf dieser Liste, ja, sodass dann eine andere Mutter und ich wirklich ganz unten drunter eine neue Rubrik aufgemacht haben, Krapfen. Ich kann doch nicht Fasching ohne Krapfen feiern und vielleicht, wir sind nicht live, sonst würden hier vielleicht Daumen, vielleicht auch ein Shitstorm losbrechen, ich weiß es nicht, aber gesund muss Spaß machen und diese Gesundheitserziehung, eben Ernährung, aber es bringt nichts, Yogakurse zu machen, sondern die Eltern müssen mitmachen. Ja, auch dieses Thema seelische Gewalt. Du arbeitest natürlich mit den Fachkräften, aber letztendlich muss dieses Thema in die ganze Gesellschaft, eben wie gehen wir Eltern miteinander, mit den Kindern auch miteinander um. Es muss in die Schulen, wenn ich jetzt mitkriege, es ist ein Unterschied. Ein Lehrer kann vielleicht auch einen schlechten Unterricht machen. Wenn der einen guten Draht zu seinem Kind hat, dann kann der mit dem Overhead-Projektor und mit, was weiß ich was, mit dem Kreidestift malen. Das ist total egal. Und es kann der coolste, was weiß ich was, Feature im Unterricht vorkommen, wenn der Lehrer oder auch der Erzieher nicht fragt, hey, wie geht's denn dir? Oder du hast aber heute ein schönes Kleid an oder irgendwas. Wie geht's dir denn? Du hast ein kleines Brüderchen bekommen. Wie läuft's denn? Dieser Kontaktaufbau, der ist doch wichtig, der und überhaupt sozial, das sind wir wieder Resilienzfaktoren, stressmildernde Faktoren. Ein wichtiger Punkt sind soziale Bindungen, eigentlich der wichtigste neben Stressabbau über Sport und diese ganzen Geschichten. Genau. Stabile soziale Bindungen, Freundschaften in der Familie, in den Einrichtungen ist das A und O, um auch mal, es ist eine Erzieherin mal genervt, es ist eine Mutter mal genervt, ja, es ist ein Vater mal lauter, all das passiert dir und mir, schätze ich jetzt einfach mal, aber die stabile Beziehung, die ist das A und O.
Genau. Wie gesagt, eine Gesundheitserziehung, die würde ich mir wünschen. Eins habe ich dabei nämlich noch vergessen, auch Sportunterricht. Ja? Was muss denn jeder Basketball oder ans Reck oder auf den Stufenbahren oder rhythmische Sportgymnastik, mein persönlicher Albtraum, ja, aber Fußball durfte ich damals als Mädchen nicht. Da wäre es doch wichtig zu sagen, wie lerne ich Ausdauer, wie lerne ich Stretching, was ist ein guter, gesunder Muskelaufbau? Bewegung. Spaß an, du sagst ja, Spaß an Bewegung, ja? Wir haben uns schon, ich keine Ahnung, wie tausendmal drüber unterhalten. Mir wurde wirklich die Freude an Bewegung durch den Sportunterricht versaut. Ja. Ich habe heute noch, wenn ich in eine Sportturnhalle komme, ich bin da manchmal drin, wenn ich irgendwie Psychomotorikübungen beobachte, boah, wenn ich heute noch diese Kästen sehe und diese Matten und der Geruch in der Sporthalle, ganz furchtbar. Gott sei Dank bewege ich mich gern. Sport hasse ich wie die Pest, mache ich auch nicht. Ich hüpfe auch auf meinem Trampolin noch manchmal, ein bisschen. Meine schlimmste Kindheiterinnerung ist aber nicht der Sport, sondern das nachmittägliche Schlafen. Du hast neulich irgendwo auf Insta oder Facebook einen Film gezeigt, wo so diese Schlafsituation auch war. Und da hat sich bei mir wieder vegetativ alles geregt. Ja, ich war nur ein paar Tage im Kindergarten, sollte ganztags gehen, aber ich war schon immer recht temperamentvoll und habe auch nachmittags nicht geschlafen. Ich hatte Gott sei Dank eine Mutter, wo sie allein mit mir war, die mich abgemeldet hat, die mich nachmittags zu Hause gelassen hat. Und ich bin selbstständig geworden, sie war da auch oft da, also es hat mir nicht geschadet. Es hätte mir mehr geschadet, wenn ich da zum Schlafen gezwungen worden wäre. Das wird ja auch immer noch gemacht, also nicht überall, aber es gibt immer noch Einrichtungen, da müssen Kinder schlafen oder mindestens ruhig liegen bleiben. Du, lieg mal eine Stunde ruhig. Der Folter. Geht nicht, Terror, ganz genau. Das ist Folter und überhaupt dieser individuelle Rhythmus. Andererseits, wie sollen es die Kitas machen, bei den Betreuungsschlüssen? Aber was ich sagen wollte, dieser Rhythmus zu sagen, es wird um die gleiche Uhrzeit gegessen und geschlafen und am besten noch synchron aufs Klo gegangen, das geht doch völlig an der Menschheit vorbei. Und da müssen Strukturen geschaffen werden und da müssen Stellen geschaffen werden, da müssen Gelder freigemacht werden von der Kita. Das kostet gar nichts. Also so Sachen wie alle gehen zur gleichen Zeit aufs Klo und schlafen, also das ist eine Organisationsfrage in den Kitas vor Ort. Das hat manchmal nicht mal was mit Personalmangel zu tun. Anderes Thema, aber da kann man wirklich dran gehen, das schafft jeder. Man muss es wollen, gell? Das ist die Haltung dahinter. Aber jetzt haben wir gerade über unsere Kindheitsthemen geredet. Jetzt habe ich nicht auf die Uhr geguckt. Ich weiß gar nicht, wie lange wir schon reden. 10:55, fast schon ein Stündchen. Okay, ich war ja, aber wir haben vorher geredet. Naja, brauchen wir noch irgendwas? Ist irgendwas noch ganz wichtig? Also, eine Sache, was ich vielleicht noch so spannend finde oder so auch erschütternd finde, vor 2 Jahren, nagel mich nicht fest, ich glaube, als dein Buch rausgekommen ist, 2019, gell? War auch, läuft ein bisschen über den Weg, im Deutschen Ärzteblatt ein Artikel, dass eben die Spätfolgen psychischer Gewalt denen körperlicher Gewalt gleichzusetzen sind. Also sprich, ob du Schläge kriegst oder gedemütigt wirst, um das jetzt mal abzukürzen, hat die gleichen Spätfolgen an psychosomatischen Beschwerden, Angststörungen und so weiter und so fort. Und ich sage 2019, es müsste schon, und trotzdem keiner weiß was davon, auch in meiner Ausbildung habe ich ja viel mit Sozialpädagogen, Psychologen zu tun, auch mit dem Thema Familiengericht. Und das Thema ist da noch kaum angekommen. Du kriegst ein Kind leichter aus der Familie, wenn es geschlagen wird, aber wenn es psychisch misshandelt wird, da muss auch bei den Familienrichtern noch sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet werden. Auf jeden Fall. Und deswegen gibt es ja auch, das ist einer der Gründe, warum es die Stiftung gibt. Ja. Weil das steht bei mir im Buch übrigens auch schon drin. Und wir haben uns darüber sogar schon unterhalten, aber natürlich nicht bei Sue. Dadurch, dass psychische Gewalt eben genauso verheerende Schäden hat, muss sie anders gewichtet werden. Und es ist nicht immer nur so, da muss man halt durch und ist ja schon nicht so schlimm. Doch, es ist so schlimm. Und es macht lebenslange Schäden. Und man kann es nicht alles vermeiden. Aber wir haben gerade ganz kurz drüber gesprochen, es gibt einfach immer Risikofaktoren und es gibt Schutzfaktoren. Und je mehr Schutzfaktoren ein Kind hat, desto weniger schlimm sind die Risikofaktoren. Und du hast es so schön gesagt, wenn ein Kind in seiner Familie und in seiner Kita oder Schule, wenn da tragfähige Beziehungen aufgebaut wurden, dann kann da auch mal was passieren. Dann wird das System erschüttert, aber mehr passiert nicht. Also ich glaube,
Ja, in diesem Stressthema, was eben, Ja. viele kennen ja die Geschichte vom Säbelzahntiger Ja, ja. und Fight or Flight, also entweder gehe ich in den Kampf und in die Ja. Flucht, das heißt, ich baue Stresshormone entweder ab, eben mit meinem Sport oder mit Grundstellreflex. Aber dieser dritte Faktor, eben soziale Bindungen, der fällt hinten runter und der ist riesengroß. Also man hat ja mittlerweile auch gesehen, dass es da zusätzliche Rezeptoren gibt. Ja, ich glaube Oxytocin-Rezeptoren, dass man sozusagen, also wenn man nicht flieht und wenn man sich nicht totstellt, geht man in Mamas Schoß. Ja, also Ja. dieser wirklich evolutionäre Mechanismus, Stress mit dem Suchen nach sozialer Bindung, Ja. körperlichem Kontakt zu kompensieren, Ja. er ist mir noch zu wenig bekannt, in Psychologen, Pädagogenkreisen wahrscheinlich schon, Ja. aber in normalen Stresskreisen viel zu wenig meines Dann Erachtens. müssen wir den bekannt machen. Also bei den Pädagogen ist er sehr bekannt, wenn es ums Thema Bindung geht. Und ich denke, er wird jetzt noch viel bekannter durch Corona. Weil wenn man so rumfragt, was den Leuten wirklich fehlt, dann fehlen ihnen am allermeisten menschliche Kontakte. Ich darf das jetzt einmal so sagen. Mein Mann geht gerade jeden Tag einkaufen. Der geht sonst nicht so oft einkaufen, weil da trifft er Menschen im Supermarkt, weil wir treffen uns ja sonst mit niemand gerade. Also wir zeichnen das Interview jetzt gerade im totalen Lockdown auf. Das ist vielleicht wichtig, wenn das dann irgendwie online geschaltet ist, dass man weiß, wann das war. Es ist ein ganz großes Thema und schwieriges Thema. Wie gesagt, das ist einer der Gründe, warum es die Stiftung gibt. Und ich bin mir auch sicher, dass du da ganz, ganz viel machen kannst, auch für die Stiftung. Wir können Leute zu dir schicken, das auf jeden Fall. Und du wirst auch, das weiß ich jetzt schon, bald so Online-Zoom-Vorträge machen und so weiter. Und das werden wir einfach über die sozialen Medien verbreiten. Und vielleicht kannst du ja mal einen kurzen Vortrag machen, eben junge Kinder und Stress. Was tut ihnen gut? Was kann man machen? Oder auch, ich weiß nicht, ob es sowas gibt, dass man vielleicht einfach schaut, wie kann ich über, das finde ich total spannend, weil da kenne ich mich am wenigsten mit aus, wie kann ich man über Ernährung vielleicht was Gutes tun für Stress. Ich weiß nur, was irgendwie so Comfort Food ist. Und ich vermute aber, dass die Dinge, die wir essen, wenn wir Stress haben, da kenne ich mich jetzt wieder aus, sprich Zucker und Kohlenhydrate, dass die vielleicht in dem Moment wichtig sind, aber gar nicht so richtig. Das weiß ich nicht. Also Stressessen ist ja ein Riesenthema. Ja, Einerseits hallo? Ich bin Verhaltensmuster. Expertin. Ja. Aber ich schon auch. Auch physiologisch, ja, auch zum Beispiel Burnout oder Erschöpfungsgeschichten, also sprich auch Stresssymptome, jetzt sind wir weg von den Kindern. Wenn man dann das eine ist so dieses süße Essen, das andere ist aber auch besonders viel salziges Essen, Okay. ja. Craving auf Stimulantien und Salzige, das hat mit unserem Nebennierenhaushalt zu tun. Also da gibt es unendlich viele spannende Dinge und einfach viele, viele kleine Faktoren, wo man ansetzen kann. Aber wichtig einfach, und ich halte gerne auch für die Stiftung Ja. Seminare oder am liebsten doch irgendwann live natürlich kleine Teaching, weil es ist so wichtig, dass es bekannt wird. Und mir ist es so ein Anliegen, auch dass die Eltern das merken, aber auch die Kita, wie du sagst, wenn das Kind sich total aufführt, wenn ein Kind weint und dadurch Stress oder Ängste äußert, dann nimmt man den Arm. Wenn ein Kind rotzig ist oder einen ablehnt oder aggressiv ist, ja, dann hat es verdammt schlechte Chancen, von der Ja. Mama oder von der Erzieherin auf den Schoß genommen zu werden. Und das sind genau die, was lernen diese Kinder, Anke? Ablehnung pur. Sie dürfen Genau. die Gefühle, die sie haben, dürfen sie nicht haben, Ja. weil sie für die bösen Gefühle auch noch bestraft werden. Genau. Und das sind so genau diese Basics, glaube ich, die einfach auch Da sind wir dran. ja, mit der Stiftung hoffe ich, also einfach in den Einrichtungen, auch für die Eltern, für Lehrer. Ich glaube, also ich freue mich riesig, wenn die Stiftung Fahrt aufnehmen wird, noch mehr, und hoffe eben auch, weil du hast es vorher gesagt, wichtig ist bei allem Engagement und bei aller Manpower, die dahinter steckt, man braucht Geld für Flyer, für Räume und so weiter und so fort. Also Flyer und so weiter, Räume, das kann ich alles sogar gerade noch, das stemme ich momentan alleine. Aber was ich definitiv, wo Geld dafür her muss, ist für die ganzen Fortbildungsgeschichten, wo einfach Referenten rausgehen, wo dann die Stiftung hat ja sogar ein Seminarhaus, wie wir wissen.
wo praktisch Fortbildungen stattfinden können. Das ist im Odenwald, das ist wunderschön. Da würde ich auch gerne mal einen Live-Vortrag machen. Da kommst du einfach und machst es. Wir warten mal, bis wieder geht und dann machen wir das. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass wir haben tolle Leute, die mitarbeiten, die unglaublich viel Wissen haben, nur die werden dafür bezahlt, logischerweise, dass sie Fortbildungen machen. Und dann braucht man, wie gesagt, die Flyer, das kriege ich alles noch hin. Aber wir brauchen Informationsmaterial. Das kostet Zeit, bis das geschrieben ist. Das sind ja Bücher, die geschrieben werden müssen. Das muss gedruckt werden, das muss ausgeteilt werden. Also wir können im Prinzip nur wirklich gut arbeiten. Das tun wir jetzt schon. Aber mehr und größer werden, wenn wir genügend Spenden kriegen. Und ich finde, es ist so sinnvoll. Weißt du, die Stiftung ist eine gemeinnützige Stiftung. Und für mich ist das schön, da geht es ja gar nicht mal nur um den einen 5-Jährigen oder den einen 65-Jährigen. Wenn man mit weniger Gewalt durch mehr Aufklärung ein Leben führt, ist das ist ja eine Sache, die ganze Menschheit beeinflusst. Die unsere Gesellschaft, die unser ganzes Miteinander, es ist ja eine Frage der Haltung. Ja. Ja? Wie gehe ich miteinander um? Genau. Und du würdest nie oder hoch selten irgendeinem Kollegen in der Teeküche über den Mund fahren, aber unseren Kindern tun wir es permanent, ja, ob privat oder vielleicht im beruflichen Kontext. Ja. Und Kinder sind einfach kleine Menschen, sie sind großartige Menschen und sie haben es einfach verdient, dass sie mindestens mit der gleichen Wertschätzung behandelt werden, wie wir eigentlich unseren Gegenüber behandeln. Und da sind ja unsere Ängsten oft die schlechtesten Karten haben. Ja, das stimmt. Ich würde es als Schlusssatz stehen lassen, weil es so schön war. Gerne. Ja, danke. Ich drücke jetzt auf Stopp und wir reden noch ein bisschen weiter. Sehr gerne, Anke. Tschüss. Danke fürs Zuhören und Zuschauen. Ciao.